von meiner Seite auch nochmal ein herzliches Willkommen zu dieser tollen Veranstaltung. Ich freue mich, dass ich heute hier sozusagen den ersten größeren Vortrag halten darf. Kurz zu mir, wie gesagt, mein Name ist Felix Kollmar. Ich bin einer der Mitgründer und aktuell Geschäftsführer von CloudRail. Wir sind ein Mannheimer Startup und wie schon gesagt, wir kümmern uns darum, dass die Dinge sich unterhalten. Das Fachwort ist Interoperabilität, aber dazu später mehr. Also, mein Thema heute ist auf der ersten Folie die Idee des Internet of Things und warum es heute noch nicht funktioniert. Ich will erstmal nochmal so einen kurzen Überblick geben über das Internet der Dinge. Was ist das Internet of Things eigentlich? Es dreht sich eigentlich um die ganzen Dinge, die wir heute schon kennen. Das kann irgendwie das Zuhause sein, das kann das Auto sein, irgendwelche Verkehrsleitsysteme, Clouds, Sensoren und so weiter. Wir kennen es eigentlich schon. Also was ist neu? Das erste eigentlich, wir machen die Dinge smart, wir machen sie intelligent. Das bedeutet, die Dinge können Daten sammeln und auswerten, weitergeben. Und das zweite ist, sie lassen sich von der Ferne kontrollieren, fernsteuern sozusagen. Im zweiten Schritt bringen wir die Dinge dazu, miteinander zu sprechen, sich zu vernetzen, im Endeffekt uns Menschen das Leben einfacher zu machen. Das lässt sich am besten an einem Beispiel erklären. Hier ist im Bereich Smart Home oder auch so ein bisschen Smart Energy, Smart Grid. Überlegen Sie sich mal, Sie sind zu Hause, Sie wollen Wäsche waschen. Okay, eigentlich ist es Ihnen egal, ob die Wäsche jetzt eine Stunde fertig ist oder vielleicht in 4 Stunden. Die Wäsche soll möglichst günstig gewaschen werden und vielleicht kann man auch noch ein bisschen was für die Umwelt tun. Also drücken Sie an der Waschmaschine die Taste Öko und übergeben somit an die Waschmaschine die Entscheidung, wann der beste Zeitpunkt für eine Wäsche wirklich gekommen ist. Was macht die Waschmaschine in dem Fall? Ja, naheliegend ist die Energie eigentlich aus dem Haus zu beziehen, sprich von den Solarpanels auf dem Dach. Also nimmt die Waschmaschine Kommunikation auf mit den Solarpanels auf dem Dach. Hey, habt ihr genug Energie? Okay, in diesem Fall regnet es draußen, die Solarpanels melden, nein, aktuell nicht genug Energie, um den Waschgang fortzusetzen. Okay, Backup-Plan ist immer, wir fragen den Netzbetreiber, die MVV, hey, kannst du mir günstige Energie liefern? In diesem Fall MVV, nein, gerade ist windstill, ich habe nicht so viel erneuerbare Energien, ich habe nur teuren Kohlestrom, also ich kann es dir nur zu dem Preis anbieten, Waschmaschine entscheidet, nein, zu teuer. Okay, weitere Backup-Plan, das Auto, in dem Fall natürlich ein elektronisches Auto, wir sind ein bisschen in der Zukunft. Elektronische Autos haben riesengroße Akkus und damit Unmengen Energie gespeichert, die zuvor zum Beispiel von den Solarpanels gekommen sind. Also, Waschmaschine fragt Auto, hey, hast du Energie übrig? Ganz einfach gesprochen. Das Auto denkt, ja, ich bin voll geladen, aber was ist, wenn ich in einer Stunde nochmal fahren muss? Wenn mein Besitzer einen Termin hat, irgendwo hin muss mit mir. Also fragt das Auto beim Google-Kalender, hey, Termine für heute. Google Kalender sagt, nein, alles klar, heute Feierabend. Okay, kann das Auto sagen, ich kann die Energie freigeben. Liebe Waschmaschine, du kannst waschen mit meiner Energie. Das ist jetzt ein super einfaches und auf einem extrem hohen Level das Beispiel, aber es zeigt, was sich machen lässt, wenn wir schaffen, dass Dinge sich miteinander unterhalten. Was mir auch sehr gut sieht, es geht nicht nur um Dinge, es ist zum Beispiel auch der Google Kalender involviert. Und von dem her ist das Wort Internet of Things meiner Meinung nach nicht ganz passend. Es ist eigentlich eher das Internet of Everything. Also die Idee, dass die komplette Welt vernetzt ist und dass alles mit allem reden kann. Das Internet of Things lässt sich nur zur groben Bestimmung in einige Bereiche unterteilen. Das sind die, die heute schon so ein bisschen sich abzeichnen, zugänglich sind. Das erste hatte ich schon ein Beispiel gebracht, Smart Home, dreht sich um die Vernetzung von Geräten daheim. Das zweite ist Smart Industry. Das wird in Deutschland auch oft unter dem Bereich Industrie 4.0 gerade unglaublich gehypt, meiner Meinung nach ein bisschen zu viel. Aber da geht es um ja, Industrieprozesse optimieren, optimierte Logistik und so weiter, dieser große Bereich. Dann gibt es natürlich die Smart Energy, da spielt das ja, Beispiel auch schon ein bisschen rein. Wir haben im Energiebereich das große, große Problem, dass wir erneuerbare Energien bekommen, erneuerbare Energien schwanken. Wir haben nicht immer gleich viel Energie. Manchmal weht der Wind, manchmal scheint die Sonne, manchmal eben auch nicht. Sprich, wir müssen ziemlich intelligent entscheiden, wann Geräte Strom verbrauchen können und wann lieber nicht. Und das ist der ganz große Bereich Smart Energy. Smart City ist so ein bisschen das Haus in groß.
Also es geht viel um Parkplatzmanagement, Beleuchtung, Bürgerbeteiligung und so weiter. Und der letzte große Block ist Smart Mobility, sprich, was schaffen wir, wenn sich Autos unterhalten können? Wir können das Verkehrsaufkommen verringern, wir können den Verkehrsfluss verbessern, wir können Unfälle vermeiden und so weiter. Das sind so die groben Kategorien, wie sie sich heute abzeichnen. Da bin ich auch schon ein bisschen am Thema. Was haben wir heute eigentlich? Ich habe mir mal überlegt, im Bereich Smart Home, das ist wohl der zugänglichste für uns alle. Was kann ich so kaufen, wenn ich beim Konrad um die Ecke gehe? Vielleicht irgendwie so eine intelligente Glühbirne, Philips Hue. Ich kann mir vielleicht einen intelligenten Thermostat kaufen, Nest von Google. Aber im Endeffekt, wenn man sich überlegt, was diese Geräte machen, also anstatt, dass ich irgendwie um die Ecke zum Lichtschalter laufe, kann ich mein Smartphone rausholen, meinen Code eingeben, den Code falsch eintippen, nochmal eintippen, die App starten und damit mein Licht anmachen. Okay, für die Heizung brauche ich dann nochmal eine andere App und kann damit die Heizung ausmachen. Ja, noch nicht so ganz cool irgendwie. Und vor allem weit, weit weg von dieser Vision, dass Geräte sich untereinander vernetzen und Intelligenz entwickeln und uns Menschen wirklich Arbeit abnehmen. Aktuell ist, was wir haben, eigentlich eher Spielzeug. Wir haben diese ganzen Geräte, aber es sieht so ein bisschen wie hier aus. Sie sind nicht wirklich vernetzt. Also die Situation heute ist, wir haben die ganzen smarten Dinge, wir haben die Technologie dafür, wir haben auch verdammt gute Ideen, was wir umsetzen können, aber diese verdammten Dinge sprechen einfach nicht miteinander. Und hier ist das Problem. Diese Dinge, die wir haben, kommunizieren über Schnittstellen, sogenannte APIs. Kann man sich vorstellen, wie so Stromstecker in verschiedenen Ländern, die passen einfach nicht so richtig zueinander. Dazu kommt noch, dass die Datenformate unterschiedlich sind und die Semantik unterschiedlich ist, also wie die Daten beschrieben sind. Sprich, die Geräte haben nicht nur verschiedene Stecker, sondern sprechen auch noch verschiedene Sprachen. Im Grunde genommen läuft es darauf raus, sie funktionieren nicht zusammen, sie sind nicht kompatibel, sie reden nicht miteinander. Dazu gibt es natürlich viele Lösungsansätze. Wohl der bekannteste und logischste ist ein Standard. Was machen wir? Wir nehmen alle Hersteller, wir setzen uns an einen Tisch, wir sagen, was wir brauchen und wir einigen uns auf eine Schnittstelle, wir einigen uns auf eine Datenstruktur, wir einigen uns auf die Semantik. Wir machen einfach alle das Gleiche. Das hat in vielen Bereichen schon oft funktioniert, in vielen Bereichen oft auch nicht. Das große Problem mit Standardisierung ist, dass die Hersteller meistens gegen Standards arbeiten. Das sagt ihnen offen keiner. Die sind alle in diesen ganzen Standardisierungsorganisationen vertreten. Aber das große Problem, das Hersteller mit Standards haben, Standards limitieren die Flexibilität. Sobald wir einen Standard haben, werden nach und nach alle Geräte ähnlicher und irgendwann gleich. Und kein Hersteller kann sich mehr herausheben. Es ist alles ungefähr das Gleiche und damit spricht am Schluss nur noch der Preis. Und das ist der Grund, warum viele, viele Hersteller oder fast alle zwar in diesen Standardisierungsorganisationen sitzen, aber im Endeffekt eigentlich nur versuchen, Standards zu schwächen. Das heißt, man diskutiert mehrere Jahre lang und am Schluss kommt ein Standard raus, der eigentlich doch kein Standard ist, weil er wieder so viel Flexibilität lässt, dass die Sachen nicht mehr kompatibel sind. Und das ist der große Grund, warum wir in diesem Bereich oder auch in vielen anderen Bereichen keine wirklichen Standards sehen. Der zweite Lösungsansatz, und jetzt kommt der kleine Werbeblock, ist das, was wir machen. Ist vielleicht interessant, wie gesagt, wir sind ein kleines Mannheimer Startup und wir haben uns überlegt, was könnte man alternativ zu einem Standard machen? Wie könnte man das Ganze lösen? Und wir sagen, liebe Hersteller, behaltet eure verschiedenen Schnittstellen, behaltet eure Datenstrukturen, behaltet eure Semantik. Ihr hattet einen guten Grund, warum ihr es gewählt habt. Das passt wohl am besten zu eurem Gerät. Was wir machen ist, wir haben eine Art intelligente Schnittstelle entwickelt. Sprich, wir statten Geräte mit der Fähigkeit aus, sich automatisch auf andere Geräte anzupassen. Das Gerät lernt also sozusagen, wie es mit einer fremden Schnittstelle, mit fremden Datenstrukturen umzugehen hat. Und damit können wir sozusagen virtuell diese Schnittstellen abbilden und bekommen damit Interoperabilität hin, wie dieses schöne Fachwort. Sprich, die Geräte können zusammen reden, ohne dass wir einen gemeinsamen Standard haben, weil sie lernen, miteinander umzugehen. Das ist also so, anstatt dass wir uns alle auf Englisch einigen, lernen alle Geräte mehr oder weniger die ganzen Fremdsprachen. Aber das eben automatisiert und extrem schnell.
Ja, und dadurch erhoffen wir uns, dass wir diese smarten Geräte mit der Software, mit den Plattformen zusammenbringen, dass alles interoperabel ist, dass die Welt vernetzt wird und wir damit das Internet of Everything schaffen können oder wenigstens eine Grundlage dafür schaffen. Ja, wie schon gesagt, wir sind nochmal ein Werbeblock, kleines Mannheimer Startup. Wir sitzen in Mannheim und San Francisco, die meisten hier in Mannheim. Und wir sind extrem auf der Suche nach sehr, sehr intelligenten Menschen, die uns helfen können, das Internet von morgen zu erschaffen, diese ganzen Dinge miteinander reden zu lassen. Und von dem her hier, wenn jemand sich für das Thema interessiert, wir haben mehrere Fulltime-Positionen ausgeschrieben, aber es gibt auch immer die Möglichkeit, bei uns Praktika zu machen, Abschlussarbeiten zu schreiben, eigentlich fast in jedem Bereich. Und ja, ich denke, wir sind ein ganz cooles, junges Team. Wir haben ein schönes Hipster-Büro, wie es sich gehört für ein Startup. Und ja, wenn sich jemand angesprochen fühlt, gerne auf mich zukommen. Das war's auch schon von mir. Wenn Fragen bestehen, hier stehen meine Kontaktdaten. Oder sonst, ich bin hier, glaube ich, auch noch ein bisschen unterwegs. Herzlichen Dank.